Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer Parade des Lichts. Bis zur Eröffnung der Parade war der Weg ziemlich schwierig. Aber dank unserer Freundinnen Barbie und Chelsea wird es wohl die atemberaubendste und tollste Parade des Lichts, die es je gab. Bedankt euch nicht nur bei uns. Der Dank gilt auch allen anderen. Ihr seid alle so talentiert und arbeitet hart an euch. Das Fest kann nun endlich beginnen. Die Einhörner werden traben. Die Meerjungfrauen werden im Wasser tanzen. Der Orchesterwald wird wundervolle Musik für alle spielen. Und die Regenbogenprinzessinnen werden uns mit ihren glasklaren Stimmen bezaubern. Oh nein, darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir waren dabei, ein Duett einzustudieren, aber dann mussten wir uns um all die funkelnden Bienen im Regenbogengarten kümmern. Oh, wir ruinieren die ganze Parade. Ach nein, das wird schon nicht passieren. Aber wir stecken ein bisschen in der Patsche. In der Patsche? Das ist eine Redensart bei uns. So wie wenn alle Farben des Regenbogens miteinander vermischt werden und braun ergeben. Oh, ich hasse es, wenn sowas passiert. Keine Sorge, das geschieht nicht. Ihr zwei habt ganz zauberhafte Stimmen. Es wird schon alles gut gehen. Barbie, Chelsea, das große Traben geht gleich los. Kommt! Das wird ein Riesenspaß werden. Ihr überlegt euch, was ihr singen werdet und wir sind gleich wieder zur Stelle. Ich glaube, ich träume gerade. Oh Mann, du meine Güte. Die Einhörner können ja ihre Farben wechseln. Bezaubernd, wirklich bezaubernd. Und weiter geht's, Leute, zum Meerjungfraubecken. Wie kommt ihr mit dem Duett voran? Geht so. Wir singen das, was wir sonst auch immer singen. Aber die Regenbogenprinzessin will lieber was Neues. Ihr zwei tragt doch aber das beste Instrument immer bei euch. Euer Gesangstalent. Versucht einfach mal zu improvisieren und vertraut euch selbst. Improvisieren? Ihr solltet einfach spontan lossingen. Wenn ihr euch selbst mehr zutraut, dann werdet ihr ganz plötzlich Melodien entdecken, von denen ihr niemals gedacht hättet, dass sie in euch stecken. Okay, ich versuch's einfach. Die Sterne sich vereinen. Hey! Und die Melodie. Oh, oh, oh. Ja, genau so soll es sein. Übt noch ein wenig und in 0, nichts werdet ihr ein wundervolles neues Lied haben. Haltet ein, teure Freunde von nah und fern. Ich hoffe, die folgende Darbietung hält eine angenehme Überraschung bereit. Okay, er hat's drauf. Und nun folgt als Finale der Parade des Lichts das neue Lied der Regenbogenprinzessinnen. Dieses Jahr dachten wir, dass wir... Man versteht nichts! Na los, ihr schafft das! Oh, ich hab solches Lampenfieber. Hab ich auch. Versuchen wir es trotzdem. Ist bei euch alles okay, Prinzessinnen? Braucht ihr meine Hilfe? Hat jemand um Hilfe gerufen? Ich helfe euch gern. Startklar zum Feiern. Los geht's, Leute. Gerne singen wir, um uns beide zu entdecken. Und dann hören wir, wie unser eigenes Lied erklingt. Was für eine fabelhafte Vorstellung. Das hier ist die schönste Parade des Lichts, die es jemals gegeben hat. Was nicht wirklich überrascht, mit all den fantastischen Künstlern, Orten und Personen. Kann es letztendlich nur zauberhaft werden. Genau, und das gibt es nur in Dreamtopia. Wir beide singen!